Moin Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute endlich mal wieder zu einer weiteren Folge, wo ich euch meine letzten 10 Weekend League-Spiele zeige. In der letzten Woche gab es das ja, glaube ich nicht, weil ich hatte dann nur bis Gold 3 gespielt. Und aber jetzt habe ich mal wieder meine Weekend League durchgezogen und habe auch bis zum Ende gespielt und wollte, wenn möglich, unter die ersten 100 kommen. Ihr habt es gesehen, ich stand gerade 19:1, ich muss in dem Sinne alle 10 Spiele gewinnen, damit ich noch unter die ersten 100 komme. Wäre aber möglich gewesen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut gespielt, habe ein Spiel verloren. Das war grenzwertig. Das war ziemlich unglücklich, möchte ich mal so formulieren. Ich habe praktisch 4 Gegentore bekommen. Einmal war irgendwie CPU-Elfer, einmal so ein übelstes Abprallertor und dann in der 90. Minute durch ein Eckentor verloren. Und wir wissen alle, man macht fast nie Eckentore. Und naja, wie es aber dann auch sein sollte, hatte ich da leider meine einzige Niederlage. Und hier direkt mal zu dem Gameplay, ihr habt es gesehen, hier haben wir direkt gegen einen französischen Pro gespielt. Das endete dann irgendwann in einem richtigen Schuschkrieg, wie ihr es gesehen habt, weil er hat mich ein bisschen aufgeregt mit seiner Spielweise. Er hat die ganze Zeit irgendwie so richtig ruhig und den Ball hin rumgepasst und so. Mich hat es genervt. Und naja, im Endeffekt, ihr seht es hier, 120. Minute, der Ball wäre safe reingegangen und dann ist es einfach Abseits. Er hat einfach so gelackt in der Situation. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe so gefühlt irgendwie 2 Minuten gewartet, bis ich meinen ersten Elfer geschossen habe, weil ich konnte nicht fassen, dass der Ball nicht reingegangen ist. Dann hatten wir leider direkt im ersten Spiel Elferschießen. Der Gegner hat auch gut gespielt, so ist nicht. Aber hat halt irgendwie so richtig eklig und ein bisschen asozial gespielt. Aber im Endeffekt egal, wir hatten halt ein Elferschießen. Das Elferschießen seht ihr jetzt darauf. Allerum soll es jetzt aber gar nicht genau nur primär gehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, ich hatte ja einmal Zidane, ich habe mir jetzt Vieira geholt. Ihr habt es ganz am Anfang gesehen, mein Team, ansonsten hat sich eigentlich nichts verändert. Immer noch CR7, Neymar, Ronaldo, Messi und dann Vieira und Hullet. In der Abwehr Militao, Van Dijk, Semedo, Mendy und Alisson. Also ziemlich basic immer noch mein Qualifier-Team, weil 3 Icons und mit einem 86er Rating. Auf jeden Fall aber ja ein sehr, sehr starkes Team. Was ich aber gemacht habe, ich habe versucht, deutlich besser zu werden durch diese Weekend League. Ich habe eine Formation, eine neue, getestet und zwar die 4-3-3-2, weil ich hatte Probleme, dass meine Mitte immer relativ offen war. Und naja, dann habe ich halt logischerweise Vieira auf der 6 gespielt, also als den ZDM und dann Hullet und Ronaldo, also CR7 auf der 8. Das war ziemlich nice, weil CR7 ist halt nicht so super beweglich und der ist auf der ZM-Position, zum Beispiel auch in der irgendwie raus oder so, ist der halt mega gut, weil der hat einen richtig guten Körper, ist halt schnell, kann sich halt auch voll gut in irgendwelchen Zweikämpfen behaupten und macht halt unfassbar viel auch nach vorne. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und gerade halt dann noch Hullet. Ihr werdet sehen, wenn ihr mal einfach nur darauf achtet, wie viele Tore dann auf einmal Hullet schießt, so nutze ich halt nochmal die Stärke von ihm viel besser aus, wenn ihr einfach darauf achtet, dass er viel mehr halt so mit nach vorne läuft. Deswegen hat mir das sehr, sehr gut gefallen, die 4-3-2. Ihr seht es auch da jetzt gerade nochmal kurz in dem Screen, wie das aufgebaut ist. Jedenfalls haben wir das Spiel leider verloren. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ich hätte es eigentlich nicht verlieren dürfen, weil ich habe noch einen dummen Fehler gemacht vor dem 3-3. Aber machst du nichts, dann standen wir halt 19:2. Also das erste Spiel dann direkt verloren. Ich hatte halt auch kurz Pause gemacht oder war dann schon der nächste Tag, habe ich halt direkt leider das erste Spiel verloren. War ein bisschen unlucky. Das heißt, wir konnten es jetzt eigentlich gar nicht mehr schaffen, weil ich war am Freitag noch in München. Wir hatten dort Donnerstagabend einen Spieltag von der virtuellen Bundesliga, deshalb, naja, konnte ich erst an dem Samstag anfangen mit der Weekend League. Und dann wisst ihr ja, ist das Skill Rating nicht hoch genug. Das macht ja einfach nicht so viel Sinn, dass wenn man halt später spielt, dass dann weniger Skill Rating da ist. Aber so hat man halt einfach dann keine Chance mehr auf die Top 100. Deswegen war einfach mein Ziel, Elite einzuholen, weil ich dachte mir, es gibt ja vielleicht einen Virgil van Dijk oder so als Inform und dann wäre es auf jeden Fall, ja, ganz nice, wenn wir den kriegen würden. Auf jeden Fall fand ich das Team nochmal deutlich besser. Also ich habe im Prinzip deutlich besser gespielt. Hier übrigens Grüße gehen raus an den Gegner, hat mir einfach mal den Sieg geschenkt, keine Ahnung warum. Ich habe mich danach sogar dann bei ihm bedankt, weil das ist nicht unbedingt immer üblich, dass die Leute dann auch ein Eigentor schießen. Es gibt ja auch oft, dass die dann irgendwie, ne, einfach rausgehen und die wollen einen nerven oder so, oder weiß ich nicht. Aber der hat mir auf jeden Fall einen Sieg geschenkt. Danke auf jeden Fall dafür. Und also die Formation fand ich sehr, sehr gut. Ihr könnt sie gerne auch mal testen. Anweisungen habe ich nicht so wirklich viele gemacht. Ich glaube, Ausverteidiger hinten bleiben und auch Sechser hinten bleiben. Ansonsten eigentlich gar nichts. Und ach ja, und genau, LF und RF Abwehr überlaufen. Und dann konnte man halt voll gut einfach die Ausverteidiger anspielen und dann halt LF und RF durchschicken. Das war ganz nice, gerade wenn man da halt möglichst schnelle Spieler hat. In meinem Fall war es jetzt Messi und Neymar. Gerade Messi ist ja gar nicht mal der allerschnellste Spieler dieses Jahr, muss man sagen. Dann ist das auf jeden Fall ziemlich effektiv. Was ich aber eigentlich heute, wo ich eigentlich heute darauf eingehen will, ist so ein bisschen,
Wie es so bei mir läuft aktuell in FIFA. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Monate haben wir das Spiel und wie ich das Spiel so finde und wie es gegen die anderen Profis läuft. Ihr werdet jetzt hier sehen, hier hatte ich jetzt noch so zwei, drei Spiele, die waren recht einfach. Da hatte ich jetzt nicht so gute Gegner, dann auch mal hin und wieder mal ein paar Quits. Ihr habt es ja eben auch gesehen, der Sieg wurde mir gegönnt. Und dann kam ich in eine Phase, ich glaube, da habe ich von 4 oder 5 Spielen hatte ich 3 Pros. Werdet ihr gleich sehen, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend und ziemlich ja, ordentliche Spiele. Und ich habe euch dann hin und wieder mal so die Spielinfos eingeblendet. Denn es ist halt, ich sag mal, wenn ich in der Weekend League spiele und ich spiele gegen so einen ganz normalen Casual-Spieler, muss ich sagen, finde ich das Spiel eigentlich gut. Also, ich bin jetzt kein Riesen-Fan von FIFA 20, ich bin jetzt aber auch nicht so ein Riesen-FIFA 20-Hater, so wie ich es in FIFA 19, wisst ihr alle, da habe ich das Spiel gehasst. So, das kann ich auch offen und ehrlich sagen, ich habe das Spiel einfach gehasst. Und in FIFA 20, ich finde es jetzt immer noch nicht perfekt. Es ist jetzt auch immer noch nicht mein Lieblings-FIFA, aber ich finde es im Prinzip, wenn ich dann so Weekend League spiele, mir macht es eigentlich einigermaßen Spaß. Jetzt auch nicht zu krass, so ich will es auch nicht übertreiben, aber es ist völlig okay. So, wisst ihr, was ich meine? Weil man sich ja auch halt anstrengt, aber trotzdem finde ich, wenn ich so gegen Casual spiele, ist es ganz okay. Aber sobald man anfängt, gegen andere Pros zu spielen, nervt das Spiel einfach nur ungemein. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Weil halt alle Pros immer nur total langsam, total sorgfältig, total bedacht spielen. Natürlich, ich kann denen ja keinen großen Vorwurf machen, weil das ist halt einfach effektiv. Aber es ist einfach so unfassbar langweilig, wenn sie so 70% Ballbesitz haben. Und es macht halt, ich habe es euch jetzt hier gleich, ihr werdet es jetzt hier gleich sehen, ich spiele gegen den Spieler vom HSV und gegen einen Spieler vom Bochum. Das ist hier HSV Quinten, der übrigens auch in der virtuellen Bundesliga dann immer für den HSV spielt. Und naja, man sieht es halt einfach, die Spieler sind jetzt nicht zwingend besser als ich. Ob sie jetzt gewinnen oder nicht, ist jetzt erstmal zweitrangig. Sondern sie halten einfach die ganze Zeit den Ball und irgendwann bin ich einfach so genervt wahrscheinlich. Oder irgendwann macht man halt dann auch sein Tor, wenn man halt die ganze Zeit den Ball hält. Aber ihr habt jetzt hier gerade gesehen, er hat halt 65% Ballbesitz. Das ist auch echt nicht böse gemeint so. Jeder kann ja spielen, wie er will. Aber hat dann mit diesen 65% in 90 Minuten halt 2 Schüsse hingekriegt. Dann denke ich mir so, wenn man halt die ganze Zeit immer nur chillt und Ball hinten rum passt. Ich persönlich finde es halt einfach langweilig so. Klar, ich habe jetzt in der Verlängerung halt dann verloren. Das war dann auch okay. In der Verlängerung war ja, wie ich fand, dann noch besser. Ihr seht, hatte ich auch nicht mehr einen einzigen Schuss, konnte man, glaube ich, ganz gut sehen. Geht in Ordnung, aber mir geht es um die ersten 90 Minuten, dass es mich da halt einfach, dass es da einfach unnötig ist, finde ich, wenn man die ganze Zeit einfach nur chillt. Und das habe ich nochmal extrem gemerkt, dass mir einfach in der Hinsicht FIFA 20 überhaupt nicht liegt, denn ihr wisst, das war übrigens ein absolutes Skandaltor. Guckt es an. Also Medo passt den Ball auf Allison und von da geht er ins Tor. Was ich aber zu der Thematik sagen will, dass das Spiel einfach überhaupt nicht darauf irgendwie funktioniert, wie ich spielen will. Und deswegen glaube ich auch, bin ich dieses Jahr einfach nicht so gut wie die letzten Jahre. Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, ich war die letzten Jahre immer so ungefähr unter den besten 30 Spielern weltweit, unter den besten 5 Xbox-Spielern in Deutschland, würde ich sagen. Ich war jetzt nie der Beste. Ich wurde jetzt irgendwie nie, weiß nicht, deutscher Meister oder so. Aber ich war halt immer so unter den ersten 5. Denke mal, das ist auf jeden Fall realistisch, wenn ich das so einordne. Also in FIFA 17, 18 und auch 19. Und in diesem Jahr habe ich mich ja zum Beispiel auch noch für kein Event qualifiziert. In der virtuellen Bundesliga läuft so ganz okay, aber jetzt auch noch nicht so, wie es zum Beispiel in dem letzten Jahr lief. Aber einfach, weil das Spiel nicht so gut auf mein Spielsystem passt. Und ich kann mich halt anpassen. Ich weiß natürlich auch, dass ich sehr langsam spielen muss gegen andere Profis. Aber ja, das Problem ist, wenn man sich halt anpasst und nicht so spielt, wie halt es eigentlich seine eigenen Skills wollen, ja, wenn man sich praktisch immer erzwingen muss, anders zu spielen, dann ist man ja automatisch nicht so gut wie jemand, der einfach sowieso immer gerne den Ball hält. Wisst ihr, was ich meine? Wenn halt jetzt ein FIFA kommt, wo man extrem schnell mal nach vorne spielen muss, schnell direkt über so kurze, schnelle Kombinationen, so wie ich halt immer gerne spiele, das würde mir halt viel mehr liegen als jemand, der immer gerne den Ball halten würde. Und dann wäre ich wahrscheinlich in dem FIFA auch ein bisschen besser als der andere, würde ich jetzt behaupten, weil er muss sich dann halt anpassen. Und so muss ich mich halt dieses Jahr anpassen. Und das fällt mir immer noch extrem schwer. Das ist halt auch so die Kunst. Das muss halt mehr oder weniger, müssen wir halt einfach immer damit klarkommen. Naja, was uns das Spiel bietet. Und wir haben ja keine halt andere Möglichkeit, außer das Spiel zu spielen, was uns vorliegt. Und aber das ist so ein bisschen, glaube ich, so die Erklärung. Und hier habe ich es auch nochmal extrem gemerkt, auch hier eben in dem Spiel, so nach 30 Minuten oder so, ich hatte 27% Ballbesitz und es stand 1-1. Ich sehe halt nie den Ball und schieße aber trotzdem meine Tore, obwohl ich fast nie den Ball habe.
Fiel dann natürlich auch durch Konter, muss ich vielleicht zugeben. Aber ja, hier das Spiel endete dann 5 zu 2. Auf jeden Fall trotzdem GG. Am Ende war es dann ein bisschen zu eindeutig, wie ich fand. Das wäre der Spieler dann von Bochum. Auch der spielt, glaube ich, hin und wieder in der VBL. Ich habe zwar nicht gegen ihn gespielt. Aber ja, dann stande ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 26 zu 3. Ja, genau, ihr habt es gesehen. 26 zu 3. Und ja, dann dachte ich mir, okay, noch ein Spiel. Hoffentlich mal kein Pro. Such mir hier den Gegner raus. Denke mir so, ja, okay, hat halt Messi, geht aber schon klar. Was passiert? Er geht bei 0-0 aus dem Spiel. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Genau deswegen habe ich das gerade nämlich auch nochmal erwähnt, weil der eine hat nämlich halt ein Eigentor gemacht und der wollte einfach nur nerven. Ich suche ein neues Spiel, hat direkt den nächsten Pro. Der Typ stand zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 25 zu 1. Ich weiß nicht genau, wer er war. Aber ja, stand halt zu dem Zeitpunkt 25 zu 1. Konnte ich dann nachher nachgucken in dem Foot Champions Channel. Und das war halt mein letztes Spiel um Elite 1. Im Prinzip muss ich sagen, ich fand diese Woche in der Weekend League habe ich deutlich besser gespielt als die letzten Wochen. Lag wahrscheinlich auch ein bisschen an der Formation, lag auch daran, dass ich einfach ein bisschen mehr Lust hatte, auch zu spielen. Ich kann es jetzt schon mal hier vorwegnehmen. Ich habe das Spiel auch gewonnen. Es war zwar sehr, sehr knapp, nach Elfmeterschießen habe ich das Ding gewonnen. Das heißt, ich habe 27 zu 3 geholt. Ist klar, ist jetzt nicht meine beste Leistung. Aber ich hatte halt auch sehr viele gute Gegner. Ich hatte jetzt alleine in den letzten 10 Spielen drei Pros, wenn nicht sogar 4 bis 5, wenn man noch bei den Franzosen und denen jetzt hier mit dazu zählt, die jetzt zwar nicht so namhaft sind, aber halt trotzdem, ne, Profis sind, dann vielleicht auch noch relativ jung. Ich glaube, der eine war erst 16 oder so, habe ich gesehen auf Twitter. Dann ist logisch, dass man mal ein, zwei Spiele verliert. Das ist ja ganz, ganz klar. Und hier das Elfmeterschießen habe ich, wie ihr es nicht anders kennt, von einem Tim Latka so souverän gewonnen. Ich bin ja einfach eine absolute Granate im Elfmeterschießen. Ihr seht hier, zwei reingemacht, zwei gehalten, direkt der nächste drin. Nee, natürlich Spaß beiseite. Ich dachte mir so, wenn ich das jetzt verliere, dann war irgendwie alles umsonst. Dann wäre es ja so wie gewesen, wenn ich nur 23 Siege geholt hätte, außer diese 20k mehr. So habe ich jetzt zumindest zwei Inform-Packs, noch 100k-Pack mehr. Das war schon echt wichtig, auch für meine Laune, dass ich das Spiel noch gewonnen habe. Und ja, so also fand ich ein Ergebnis, was gut war. Wo ich mit sehr zufrieden war, 27 Elite 1 Rewards kommen dann natürlich am Donnerstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.